Mann, auf Englisch würde das viel epischer klingen, aber man hat keine englischen LBs, also. Bam, bam. Leider ein zweites Mal. Sasan! Willkommen zurück. Da ist es. Das wilde Ding, das diese Göttin auf Fleisch und Blut verlichtet hat. Göttin! Welch amüsante Definition von Monotheismus. Nur eine Gottheit und eine einzige Gläubige. Zweigt! Ihr werdet mich so noch preisen! Schreiend werdet ihr eure Gebete an mich richten, bis eure Stimmbänder reißen! Das Einzige, was reißt... Will ich das überhaupt genauer beschreiben? Meine Viecher tanken das wieder schön und beschäftigen die anderen. Noch nicht. Zack, zack. Das Schade, das Nervige ist, man kann nicht so lange Kombos ausführen mit dem Ding. Noch nicht. Mit dem Zweihänder. Du hast nur eine bestimmte Angriffskombo. Das war. Sasan, auch du wirst fallen. Du hast uns nichts entgegenzusetzen. Das hattest du auch das letzte Mal schon nicht wohl gemerkt. Ich kann nicht. You're worthless piece. Ach, ihn habe ich ins Reich der Verdammten geschickt. Ach nee, Amdusias. Meine weitere Chance, euch zu zerreißen. Halt, sollt ihr nicht ein Drache sein? Ich weiß, dass ich... Maxos! Ah! Damit bin ich ihm schon das erste Mal im Originalkampf auf den Sack gegangen. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Ich kann nicht. And you will suffer one more time. Direkt aus der Hölle. Das war's dann wohl mit der Zauberei. You will suffer. Mann, das klingt auf Englisch wirklich epischer. Alter, wie hoch ich einfach springe. Da drüben steht Amdusias und ignoriert. Das ist auch ein bisschen buggy, oder? Dass der nicht angreift? Oder schmeißt der nur mit Feuerbällen nach? Ah, der schmeißt mit Feuerbällen nach. Ja, okay. So, ich treffe nicht, lol. Hier kriegst du, was du verdienst. Kreatur, alle haben erstmal Fluch abgewehrt, nice. Noch nicht. Ach, gucke einmal an. Die beiden. Dass ich diesen Augenblick noch erleben darf. Ich habe ganze Bücher mit meinen Vorstellungen davon gefüllt, wie ich euch foltern würde. Eine Bibliothek des Schmerzes. Endlich kann ich die Theorie in die Praxis umsetzen. Ich werde sie mir später zu Gemüte führen. Mit einem Glas Rotwein vor dem gemütlichen Kaminfeuer in meinem Drachenturm. Nicht mehr euer Turm. Ihr seid hierher gekommen, um zu bleiben. Damian wird der Nächste auf dem Thron sein, während ich eurem Fleisch zeige, was wirkliche Schmerzen sind. Komm, Razakel! Essen ist fertig. Zuerst essen wir. Da bringe ich die Seele unseres Opfers nach Tartarus. Und dort, dort, immer und immer wieder. Halt, ich muss erst looten. Ihr seid zweitrangig. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja. Ich beschäftige jetzt wieder mit den Siegbeschwörer der Erinnerungsverzerrer. Verzehrer. Jawohl! Ich weiß ja nicht. Wie gefällt es dir eigentlich, Razakel, auf die Fresse zu kriegen von deiner Art? Allerdings diesmal mein Dämon. Boah, ich treff nicht! Triff! Ich kann nicht. Und hier. Die sind zum Glück dezent schwach. Er hat sich also ausgezahlt, so lange zu spielen. Ja, das war das falsche Ziel. Noch nicht. Ah, Razakel. Mein Mana wird knapp.
Jetzt habe ich keinen mehr, der tankt. Jetzt wird's hässlich. Komm, ich mache euch vor meinem. Ich mache euch doch im Tod noch beide fertig. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Bam, bam und bam und bam und bam. Halt. Ich muss erst looten. Du kannst nichts liken. Du wirst mich nicht töten. Nein, vergiss es. Ja, und da kommen die nochmal. Ach, gucke mal. Ja, schau mal, die beiden. Gibt's ja auch noch. Schau, schau, Liebster, wen haben wir denn hier? Das ist doch der Drachenritter, mein Engel. Diesmal gefangen in der Halle der Seele. Ich bin freiwillig gekommen. Wie nett unser tapferer Höhlenmensch doch ist, Geliebter, sich so offenherzig zu präsentieren. Es ist wirklich wundervoll, mein Schatz. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Ich mag die beiden. Warum sollte gewahrt werden, mein Herz? Ich werde den Ritter anzünden und du schneidest ihn zurecht, oder? Ganz wie du magst, du mein Augapfel. You sick, sick bastards. Das ist... Halt, ich muss looten. Ich keine Ahnung, was hier... Zu schwer. Keine Förmlichkeiten können die wahren, ey. Wirklich nicht. Immer mit der Ruhe, ihr zweitklassigen Generalversager. Erst komm mal mit dem Dämonen. Mein Mana wird knapp. Gut, dann muss ich noch einen Mana-Pot schlucken. Erwache, mein Tierchen. Halt, Lady. Ich muss noch skillen. Und die wollen die Form wahren. Schrecklich, wirklich. Komm, wir holen jetzt noch einen Level 29 Dämonen. Verdammt, kein Mana mehr. Ich kann nicht. Ja, erstmal ein bisschen brennen lassen. Noch nicht. Ja, und einfach wild draufhauen hier. Ich mache jetzt aber echt schon mehr Schaden als vorher. Na gut, ich bin auch zu 20 hier. Aber ich regeneriere mich einfach munter gegen deren ihren Damage einfach an. Oh, really? Mann! Wir sind hier in der Halle der Seelen, die nur für Geister gedacht ist. Dennoch bringt ihr mir Fleisch zum Zerfetzen. Ich bin ein sehr zuvorkommender Mensch. Das seid ihr in der Tat. Dennoch nehme ich an, dass ihr euch wieder wehren werdet, wenn ich versuche, euch das Herz auszusaugen. Unter Umständen, mein Lieber. Unter Umständen. Das ist... Ey, das ist pervers, was wir alles kriegen. Ich brauche keine Intelligenz. Ah, unbeugsamer Wille ist vielleicht nicht so schlecht. Zum Drachenturm. Unbeugsamer Wille zum Drachenturm. Zu schwer. Der kann auch... Der weiß, hat da auch keinen... Schön. Keinen Respekt heutzutage. Didn't I just say it's useful? Mist, ich kann nur einmal ausrüsten, okay. 9 Stärke. 8. Na komm, die sind natürlich sinnvoller. Auch weil die so gut sind, da kann ich nämlich jetzt zum Beispiel auch so machen. Veredeln. Starke Veredelung, gesegnete Veredelung der Lebensqualität. Ah, oh, jetzt würden Siegbeschwörer da zerstören. Nee, Moment mal, die sind eigentlich vollkommen nutzlos. Verdammt, kein Mana mehr. Ich vergaß. Hä? Ich kann nicht. Haben die jetzt untote Beschwörer oder was? Die haben untote Krieger dabei? Jetzt habe ich mich maßlos überschätzt. Ich bin schwer verletzt. Aber ich werde jetzt hier nicht sterben. Ich fühle mich gar nicht gut. Oh, das wird eventuell ein bisschen knapp. Ich kann nicht. Das hat bestimmt wehgetan. Sehr schön. Die Narren wurden einmal mehr bezwungen. Sie sollten doch inzwischen wissen, dass man sich vor den Zorn und Strafen besser... Noch nicht. Ja, sollte man.
Sie haben es gewagt und sie haben es bezahlt mit ihrem Leben. Mein Gott, ey. Sind das krank viele Verzauberungen. Nun ja. Sie haben alle Ehren. Sie haben eben alle gekämpft. Nee. Leeres Veredelungsfeld. Die sind sowieso schon auf Nahkampf, deswegen veredeln wir die nochmal mit Nahkampfrüstungswert. Brav. Brave. Ah ne, Brave. Ich vergiss mal, dass Brave nicht brav heißt, sondern mutig, verdammt. Alter, wie das aussieht. Voll Psycho. Ja, es sieht ziemlich hässlich aus, muss ich mal so gestehen. Ich speichere hier nochmal normal. Man kann ja nie wissen, was so alles passiert. Kann ich weiter? Oh, kann ich weiterlaufen? Interessant. Okay. Ich will aber trotzdem mal reingehen in den Teleporter. Ist es das Finale? Wir leben Igernas Erinnerungen nach und werden Zeuge ihrer Hinrichtung. Könnt ihr dies verhindern? Wird sie wieder leben? Igerna, gemäß der mir durch die göttlichen Segnungen verliehenen Kraft verurteile ich euch hiermit zum Tode wegen aktiver Unterstützung von Interessen des größten Feindes der Menschheit, des Schwarzen Rings. Tut, was ihr nicht lassen könnt, möchte gern Göttlicher. Ich habe nichts weiter getan, als die Kräfte in Damian zu wecken, was sowieso geschehen wäre, und ihm meine Liebe zu geben. Der Dämon in seiner Seele hätte unter Verschluss gehalten werden können, wenn ihr nicht die Dunkelheit in seinen Geist eingeflüstert hättet. Für dieses Verbrechen kann es keine Gnade geben. Möget ihr eure ewige Ruhe. Lucian, passt auf! Ein Eindringling! Ihr tretet aus dem Schatten hervor. Wer seid ihr? Dann seid willkommen, edler Drache. Verratet uns, warum ihr hier seid, wenn es euch beliebt. Igerna muss leben. Ich weiß, ihr könnt es nicht verstehen, aber sie muss leben. Bitte übergebt sie mir. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Das kommt nicht in Frage. Wenn ihr auch nur einen Schritt näher kommt, müssen wir euch angreifen. I don't have a choice. Genauso wenig wie wir. Sterbt nun ehrenvoll. So, und bevor wir weitergehen... Das hier ist die Developers Cut Edition, das heißt, ich habe den Addon gleich mit drin. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Addon startet direkt danach. Deswegen kann ich euch das nicht sagen, ob ich nachher noch die Zeit habe, mich zu verabschieden. Dann würde ich nämlich jetzt schon mal sagen, für den Fall der Fälle, ich bedanke mich ganz herzlich für die schöne Unterstützung beim Spiel. Besonders beim Blaufuchs LP, der das LP einfach über die ganze Zeit verfolgt hat. Vielen Dank dafür. Zum Fazit, das Spiel an sich eins meiner Lieblingsspiele und absolut das beste Rollenspiel, was ich kenne, mit Guild Wars 2 zusammen. Es hat eine lange Story. Ich bin jetzt mit über 40 Stunden Spielzeit dabei. Es hat eine gute Story, es hat seine Macken, aber es ist geil gemacht. Kurz, knackig. Und ich freue mich auch auf den Addon. Ganzes Fazit gibt es dann beim Addon, glaube ich. Und nun, es tut mir leid, meine Freunde. Aber zum Glück ist das nur eine Erinnerung. Aber ihr müsst sterben. Yo, please! Calm down! This is just a normal battle, you know?
We shall all not survive this day. Aua! Die machen ganz schön Aua! Intelligenz. Irgendwie wird mir das. Jetzt einen Trank vertragen. Boah, die machen pervers Schaden. Also richtig übel. Ich kann nicht. Aber es ist auch eine Masse an Leuten, die hier auf mich losrennen. You shall not succeed this day. Ich muss jetzt noch coole englische Sprüche abliefern, damit es cool und badass-mäßig wirkt. Shyvana hat Polymorph abgewehrt. Ach, das sind enorme Heilungen. Scheiße, ich bräuchte diese ultimativen Shit. Noch nicht. You shall burn! Mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ja, wollte ich auch gar nicht. Ich kann nicht. Ich kann dir einen Drachen vertragen. At least you shot. Nein, 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 Schluss mit den englischen Sprüchen jetzt. Aber ich quote sowas. Also ich bring sowas immer gerne. Komm. Schnell speichern. Jetzt, ey, ich hasse es, wenn Divinity minimiert. Ich hasse es generell, wenn Windows meint, irgendwie das Recht zu haben, irgendwas zu minimieren. Nein, Windows, du hast keine Rechte. So, der allein kann natürlich nichts, zack. Der Sieg ist mein. Ich kann. You shall fall. Divine. Ach, noch nicht. Aber wie gesagt, es ist ja nur eine Erinnerung. Moment mal, müssten die, wenn ich in Erinnerung ihre Hinrichtung verhindere, dann müsste sie doch theoretisch. Erlebt sie ja. Aber wenn ich hier die Leute in der Erinnerung töte, müssten die nicht dann permanent tot sein, Zandalor und so? Hm. Der Göttliche ist schon mal tot. Nein! Du Sau! Jetzt polymorpht der Penner mich auch noch. Aber der mich polymorpht. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Nein, Zandalor, es gibt kein Entkommen für dich. Auch du wirst nun sterben. Zumindest in Erinnerung, eh? Noch nicht. Das klingt aber cool. Noch nicht. Und hier endet. Ach, Mann. Heil dich doch nicht, Zandalor, Mann. Es würde so ein gutes Ende geben, wenn du jetzt gestorben wärst. Und hier endet es. Meine Henker liegen tot am Boden. Erinnerung ist abgeschlossen. Ich werde wieder leben, in einem kalten Grab aufwachen und eine warme Umarmung finden. Damian, mein Geliebter, ich werde wieder leben. Und für dich, mein süßer Held, endet hier alles. Ich würde euch willkommen heißen, Drachenritter, wenn dies ein Ort wäre, an dem man sich willkommen fühlen könnte. Urteilt dennoch nicht allzu vorschnell, denn hier werdet ihr die Bedeutung der Ewigkeit erfahren. Arme Kreatur. Igerna ist eine weitere Seele zum Opfer gefallen und Damian, mein Sohn, ist stärker denn je. Ja, trotz allem nenne ich ihn so. Ohne Zweifel habt ihr schon die Wahrheit erraten. Ich bin Lucian, der Göttliche. Am Leben, auch wenn ich mir häufig wünschen würde, dass dem nicht so wäre, während ich mich hier in dieser Halbwelt aufhalte, in diesem Gefängnis ohne Zellen, das nur dazu gedacht ist, mich bei Bewusstsein zu halten und so die Pein der Erkenntnis spüren zu lassen, als machtloser Zuschauer für die schrecklichen Taten des Verdammten. Dennoch schrie ich oft verzweifelt, ob einer Person, die unwissentlich Damians Pläne vorantrieb,
indem sie die Anweisungen seiner dunklen Geliebten befolgte. Denn aus den Tiefen der Halle der Seelen heraus hatte diese Rivelo nach ihrem edlen Ritter in der schimmernden Rüstung durchforstet, der einerseits stark genug sein sollte, sie zu finden, andererseits aber auch ausreichend schwach, um kontrolliert werden zu können. Dann tratet ihr auf den Plan. Ein vorzüglicher Ritter, gesegnet mit der Kraft des Drachen, aber gestraft mit einem Geist, der nach einem unvollendeten Ritual brach lag. Es war Igerna, die euch hierher geführt hat, und nicht Talana. Sie hat sich als diese tapfere Frau ausgegeben, um euch eine Vision davon zu zeigen, was sich alles ereignen würde. Dadurch hat euch diese Königin des Bösen eine Lüge glauben lassen, die selbst mein alter Freund Zandalor für wahr hielt. Igernas Leben sei Damians Tod. Nein, Drachenritter. Igernas Leben sorgt für die Unbesiegbarkeit Damians. Das habe ich von meinem verfluchten Sohn persönlich erfahren. Die beiden haben sowohl aus der Halle der Seelen als auch von außerhalb dasselbe Ziel verfolgt. Igerna war als Erste erfolgreich. Ihr habt trotz aller Widrigkeiten für diesen Erfolg gesorgt. Trotz ihres Liebhabers, der nicht ahnen konnte, dass ihr Igernas Seele für ihre Wiederauferstehung und nicht für ihre Vernichtung suchtet. Und jetzt bleibt uns armen, verlorenen Schatten in den Fängen des Bösen nichts anderes übrig, als ihnen dabei zuzusehen, wie sie die Herrschaft über Rivelon an sich reißen und all das auslöschen, für dessen Schutz die Helden der Menschheit so viel Blut vergossen haben. Wir müssen dem Verdammten und seiner Königin dabei zusehen, wie sie durch die blutroten Flüsse des Krieges in Richtung ihres Triumphes marschieren. Zeit aufzuwachen, meine schlafende Schönheit. Liebster, endlich. Ich habe unaufhörlich darum gekämpft, dich dem Tode zu entreißen. Und nun bist du hier, lebendig und frei, ohne meine Hilfe. Wie nur? Ich habe einen Lakai ausgebildet. Das kleine Tier hat sich als ungemein treue Seele herausgestellt. Aber das erzähle ich dir später. Ist alles bereit? Oh ja, wir sind bereit. Komm, meine Liebe. Es ist an der Zeit, dass unsere Eroberung beginnt.